So, herzlich willkommen, ihr Lieben, zur sechsten Folge von The Forest. Und es gab mittlerweile ein Update, das hat er sich gerade gezogen, auf die Version 0.12. Gut, die letzte Folge haben wir ja beendet, da habe ich die halbe Blaupause gestellt für unsere schöne Palisade. Und ich war immer noch so am Zweifeln, ob er es denn mitspeichert. Und dann habe ich nach der Aufnahme, oder hat es mir keine Ruhe gelassen, bin ich nochmal hin zu unserem Objekt und habe geschaut. Und tatsächlich hat er gespeichert. Hat mich sehr gefreut. Dann habe ich mir gedacht, bevor du jetzt in der Folge wieder ewig viel Zeit brauchst, machst du mal schnell offscreen die Palisade fertig. Apropos offscreen, wie ihr seht, ich habe mir meine Rüstung aufgefüllt und auch noch ein wenig was in meinem Inventar zurückgelassen, sodass wir jetzt für die nächsten Angriffe gerüstet sind. Was in dieser Version jetzt neu ist, das weiß ich leider noch nicht, weil das Update gerade für mich überraschend kam. Ich hoffe nur, es ist nichts kaputt gegangen oder sonst irgendwas. Vielleicht haben wir ja Glück und die ganzen übermächtigen Bewohner sind jetzt etwas gepatcht worden, dass die nicht wieder zuhauf hier auftauchen. Und ich hoffe auch, dass meine Blaupausen noch stehen. Aber so wie es unten aussieht, brauchen wir 126 Loks für irgendwas. Ich denke mal, das werden die Blaupausen dann sein. Also die Umzäunung ist jetzt fertiggestellt. Und jetzt beginnen wir in der Folge, die Baumstämme vorzubereiten. Und schon mal anzufangen, unsere Umzäunung zu basteln. So. Mal gucken, dass ich hier nicht wieder abstürze. Ja, ich werde mir dann nach der Aufnahme mal die Patch-Notes durchlesen, um zu gucken, was denn alles neu ist. Dass ich euch auch da in der Hinsicht noch ein bisschen was zeigen kann. Ich mache mal hier lieber keinen Krach. Ach ja, übrigens die Blaupause der anderen Hälfte habe ich dann geschafft, innerhalb von 5 oder 6 Minuten dann fertigzustellen, ohne jegliche Störung. Wo ist unser Baum? Oh nein. Und wo ist unser Lager hier hin? Oh nein. Och Mann. Das ist ja blöd. War es doch nicht schön, dass wir den letztens angeschlitzt haben? Das sieht ja kacke aus. Och Mensch. Aber wir können hier oben noch speichern. Mist, jetzt hat es uns den Baum weggehauen. Ist auch nicht mal mehr irgendwie ein Baumstumpf zu sehen. Gut, da müssen wir uns wohl was einfallen lassen, was wir hier drunter bauen, dass es nicht ganz so kacke aussieht. Gut, aber wie ihr seht, die Palisade um unsere Festung ist fertiggestellt. Bin noch ganz zufrieden damit. Und da ist schon wieder einer von den Typis. Ich hoffe, er ist alleine. Wir werden gleich mal weghauen, bevor hier noch mehrere auftauchen. So, nicht, dass er wieder Verstärkung holt. Gut, dann legen wir mal los und besorgen uns ein paar Baumstämme. Kloppen wir gleich den hier weg, dass wir uns so rings um das Lager mal ein bisschen Freiraum schaffen. Irgendwie habe ich ein Kloß im Hals. Na, was ist denn hier los? Och Mensch, immer dieser kaputte Baum. Gut. Nehme ich einfach mal den, der sieht vernünftig aus. Oh, ein paar Beeren. Schlagen wir uns erstmal den Magen voll. Energie ist auch wieder voll. So, ja, wie können wir denn die hässliche Stelle unter unserem Baumhaus wieder kaschieren? Wenn jemand von euch eine Idee hat, dann haut's mir in die Kommentare. Dann brauche ich mir selber keine Gedanken machen. So, dann kommt der uns gerade recht. Sag mal, wieso haut denn der mal so scheiße zu in letzter Zeit? Ich hoffe wirklich, dass sie die
Einwohner und die Kannibalen hier so mal ein bisschen reduziert haben. Dass sie nicht wirklich immer mit 100 Mann hier gleich angreifen. Das war doch ein bisschen lästig. Oh nein, das ist aber so ein Stickbaum. Gut. Baumstamm 1, Baumstamm 2. Würde ich sagen, wir bauen uns dann auch nochmal eine neue Notbehausung hier unten. Deswegen würde ich gerne in der Ecke anfangen. Dass wir dann wenigstens im Rücken schon mal geschützt sind. Ich glaube, früher war es auch gewesen, dass die... Hoch. Dass die Trüppchen, also diese Patrouillen, die hier umher geistern, dass sie nicht mit ganz so viel Mann ausgestattet waren. Also es waren, glaube ich, bin ich der Meinung, damals waren es nur 3. Dann haben sie es ja aufgestockt auf 5, also 5er Patrouillen. Und vielleicht haben wir ja Glück und die haben es jetzt in den 0.12er Patch jetzt auf 10 aufgestockt. Dass wir hier jedes Mal beim Bauen eine ganze Völkerwanderung miterleben dürfen. Gut, ich klopfe dann erstmal ein paar Bäume. So, und dann, was wollen wir denn noch in unserem Lager bauen? Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir uns einen Hasenstall bauen sollten. Was haben wir denn hier Schönes? Na, du Lümmel? 2, 3. Och Mensch. Geht das denn schon wieder los? Na, greifst du an oder greifst du nicht an? Das muss am Aufnahmeknopf liegen. Wie gesagt, ich habe die komplette restliche Palisade hinstellen können, ohne überhaupt einmal überrascht worden zu sein. Aber vielleicht liegt es wirklich am Bäumefällen, dass wir hier so viel Krach machen, dass sie dann erstmal gucken kommen. Naja. Was ärgert mich ein bisschen mit dem fehlenden Baum? Wir haben den, glaube ich, nur 2-mal getroffen. Und schon ist er weg. Ob es daran gelegen haben könnte? Ich meine, das sieht doch scheiße aus jetzt da. Sind definitiv die Geräusche, die wir hier machen. Das mögen die Leutchen hier wohl nicht so. Dann hauen wir den Baum noch um und dann ziehen wir uns erstmal kurz zurück, dass sie wieder ihre Bahnen ziehen können. Versteck mich mal hier im Schatten. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Nein, komm nicht hierher. Ich hoffe, die können nicht durch Bäume gucken. Sind das Kannibalen oder sind das diese Einwohner? Bin mir gerade nicht so sicher. Oh nein. Aber vielleicht ist das neue Feature jetzt, dass die Kannibalen auch auf Dreierpatrouillen aufgestockt wurden. Ich glaube, so dreckig wie die sind, werden das wohl Kannibalen sein. Ich glaube, diese Ureinwohner hier sind nicht ganz so mit Matsch beschmiert. Schön, dann haben wir jetzt auch 3er Kannibalentrüppchen. So soll es sein. Auch von den Dorfbewohnern hier ist bis jetzt noch nichts
sichtbar. Huch. Oh, wo ist er denn jetzt hin? Können wir eigentlich neue Bäume pflanzen? Dann würde ich nämlich unter diesem schwebenden Baumhaus da mal einen neuen Baum hinsetzen. Oh Mann, lasst mich doch mal in Ruhe. Ein paar Bärchen für unterwegs. So, so, so. Jetzt ist unser Magen auch wieder voll. Das ist schön, dass wir hier gleich ein paar Blaubeerbüsche haben. Gut. Wir brauchen Baumstämme. Jede Menge Baumstämme. 121 in der Zahl. Das sind, glaube ich, sogar auch weniger, als wenn wir uns ein... Ich habe ja schon mal dieses Blockhaus gebaut. Und ich habe auch so einen leichten... Ja, wie heißt das jetzt? Wenn man da so einen Unterbau drunter macht. Sowas hatte ich mit drunter gezimmert und ich glaube, da waren es 126 Loks sogar. Ich denke, da fahren wir besser, wenn wir uns hier so eine Palisade bauen. Nein! Falsch angesetzt. Die hätten wir fertig bekommen können. So. Einmal hier, einmal hier. Und dann stellen wir uns gleich die erste Wand fertig. Zack. Es geht voran. In kleinen Schritten zum Erfolg. Ich hole mir erstmal die Loks von dort drüben in der Hoffnung, die Dreierpatrouille ist jetzt weg. So, wo sind sie denn, unsere Loks? Mann, diese blöden Steine hier überall. Jetzt sage ich noch blöde Steine. Naja, brauchen wir sie und dann finden wir wieder keine einzigen. So. Schön auf Geräusche achten. Wachsen Bäume eigentlich nach? Also werden aus diesen kleinen Strüppchen hier, sage ich mal, wo wir auch noch Loks herkriegen, werden da irgendwann mal wieder richtige Bäume draus? Weiß das jemand? Wäre natürlich cool. Und nicht, dass wir uns den... Oha. Da kommen die nächsten. Werden aus diesen kleinen Setzlingen, sage ich mal, werden da auch wieder richtige Bäume draus? Weil ich habe mir so mal überlegt, wenn wir wirklich diesen ganzen Wald abholzen, dann haben wir irgendwann keine Rohstoffe mehr. Und wenn es nicht nachwachsen würde, ja, dann ist das wohl kein Dschungel mehr. Ist ja schön, wie schnell sie sich verziehen. Ich habe diesmal nur 4 Mann gezählt. Waren das nicht sonst immer 6er-Patrouillen? Was macht ihr denn da? Schön über die Leichen hier gelatscht. So, lassen wir uns davon nicht beirren. Machen wir erstmal soweit fertig und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal da drüben zur anderen Seite. Dass uns hier die Einwohner nicht ständig auf die Füße fallen. Na, hallo? So. Baumstamm, Baumstamm. Brauchen wir nicht so weit rennen. Schön, dass sie direkt in unser Lager fallen. So, bauen wir uns noch so einen kleinen Shelter unten wieder hin. Warum der weg ist, das ist mir natürlich auch noch ein Rätsel. Lag hier nicht noch einer? So, 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 so.
Gut, dann fällen wir erstmal hier drüben. So, ein Beet möchte ich auch noch bauen, wo wir uns etwas anpflanzen können. Ich möchte so vieles noch bauen. Ich hatte ja ein bisschen Angst gehabt, wo ich das Spiel gestartet habe gerade. Und er hat sich bei erstmal Steam wieder rumgespackt. Was da wieder los ist, keine Ahnung. Hallo. Ja, und dann hat er sich ein Update gezogen. Ich dachte mir so, oh nein, nicht, dass unser Savegame weg ist. Aber Gott sei Dank nicht, es war alles noch da. Naja, größtenteils alles. Bis auf meinen Baumstamm. Und mein Shelter. Ah, vielleicht finden wir was Schönes, was wir drunter bauen können. Dass es nicht ganz so kacke aussieht. So. Dann mache ich mal hier weiter. Das war da unser... Oh, da ist schon ein Baumstamm. Dass wir wenigstens erstmal im Rücken geschützt sind. Und da ist wieder ein Kannibale. Sieht aus, als wenn es nur einer wäre. Holen wir uns oder holen wir uns nicht? Was denn? Habe ich mich gerade am Auge gekratzt und habe es nicht richtig mitgekriegt. Ist jetzt durch die Karte geflogen hier? Nein, 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 nein. Och, Mensch. Es fehlt mir schon wieder an Ausdauer. Mist. Hey, was ist mit meiner Rüstung los? Hä? Er hat mir jetzt nur Rüstung abgezogen. Er hat mir nur Leben abgezogen, aber keine Rüstung. Liegt das vielleicht an der mangelnden Ausdauer? Aber ich möchte jetzt ungern was essen, wenn der Typ hier vor mir rumsteht. Verzieh mich mal hier hinten. Oder nach hier hinten. Entzünde mal mein Lagerfeuer. So. Dann schnell mal einen Schokoriegel und was zu trinken. So. Ich glaube, da müssen wir uns irgendwann nochmal ein paar Köfferchen suchen. Die Sau. Oh, ey, was? Der zieht mir nur Energie ab. Och, Mensch, was ist das denn jetzt? Was haben sie denn da wieder gepatcht? Komm schon. So. Ja, und Zähne sammelt er automatisch auf, habe ich letztens schon festgestellt. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Ach, Mensch. Zu früh gefreut. Ich gehe mal nach oben. Nein, was machst du? Ich komme nicht nach oben. Ich wollte mich jetzt schön aufs Baumhaus zurückziehen. Hä? Was ist das denn? Okay, wir haben noch ein Erdgeschoss. Was zum Geier? Okay, ich würde sagen, ich speichere hier. So. Und wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 21 Minuten ungefähr.
denke, das reicht. Wir haben die letzten Folgen ja auch etwas überzogen. Ich möchte es ja nicht allzu sehr in die Länge strecken. Und gespeichert haben wir. Würde ich sagen, beenden wir hier die Folge 6. Ich werde jetzt gleich noch Folge 7 aufnehmen, aber die bekommt ihr jetzt noch nicht zu sehen. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch dabei, wenn es wieder heißt, wir bauen die Palisade fertig, gucken unter die Karte und sehen zu, wie unsere Rüstung bleibt, aber unser Leben immer weiter abgezogen wird. Gut, bis dahin. Tschüss.